Es geht in die Brenta. So, in der Früh von der Brentai-Hütte. Guten Morgen, Rudi. Guten Morgen, Detlef. Wir sind die Dodici Apostoli auf dem Weg nach Rom. Dodici. So. Komm hoch. Du musst alles schnaufen. Nix da. Jetzt wird nicht geschnauft. Klettern. Ja, er leuchtet, leuchtet. Okay, wir sind, wie heißt das Ding? Bocca di Comici oder irgendwie anders. Kurz vor der Apostolhütte. So, jetzt schwenkt mal rüber mit mir. Kommen wir da zum Schulter. So, mit dem Stefan zusammen. Den 12 Aposteln. Ah, herrlich. Cool. Sabine ist nicht sichtbar. Rudi, brauchen wir die Grödel nochmal oder geht es jetzt, geht es hier über das Schwein? So, 12 Apostoli-Hütte. Und nicht erinnern, dass wir da über Schnee gegangen wären. Okay. Es ist hier ein bisschen fest, oder? Ja gut, dann ist es nur weiter unten ein bisschen. Blöd, ihr seid zu tief. Kriege ich den Berg nicht mehr drauf. So, jetzt. Ja, wir des Einschmierens, genau. Welche Emotionen? Große Action hier. Upsala, ja. Jetzt abgefüllt, danke. Ich hab alles, mehr kann ich jetzt gar nicht machen. Ein bisschen hochgehen. Ja. Oder hinsetzen, so ist prima. Ich hab letztes Mal stehen so. Weil die Hintern auch nicht da. So, dann kommt der zweite Teil. Naja, der obere Teil da, das Geländer, das ist nicht sehr vertrauenswürdig. Mhm. Achso, wo muss ich da einsteigen? Mindestens mit einem Haken. Soll ich den kleinen Finger abspreizen? Ja. Kleinen Zeh. Gut, sehr gut. Hier in diesem kleinen. Schau. Hast du schon Angst? Ja. Um dich? Ja.
Ich höre doch schon drauf, Elke. Ich bin auch noch da. Ja. 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 Es sind leider keine Echsen beim Filmen. Wo bin ich vor Pumpen? Genau, der filmt ja gar nicht mehr. Doch, der filmt! Juhu! Genau. Warte mal wieder. Jetzt komm! Alles prima. Immer locker, immer entspannt. Jetzt schauen wir her, sehr gut. Jetzt geht's hier runter. Und jetzt hängt die hier an den Leitern drin. Nur Angst zu klettern, der muss immer fehlen. Jetzt Action! Ja, bald, gell? Also schon ein Unterfangen hier. Von der Idee her schon so gar nicht mal. Ja, die ist ja wirklich toll. Irre. Von oben gar nicht so gesehen. Da sind wir runter. Ja, Mai. Zieh die Zugbrücke hoch. Ist auch ein schöner Film. Ja, ganz schön. Also das haben wir nicht gesehen. Also das haben wir nicht gesehen, weil es alles Nebelbahn drüben. Sehr gut, mit Emotionen bitte. Mei, diese steilen Felsen da. Wahnsinn. Da sieht man gar nicht, was man alle. Ja, weiter, weiter. Kann nicht mehr. Kann nicht mehr, gibt's nicht. Jetzt habe ich es alles schön aufgereiht hier. Ganze Bagage. Geschlossen hier. Die ganze Bagage. So, gut. Also jetzt kletter mal schön. Die Eisbrücke, die gleich einbricht. Jetzt kletter mal schön. Weißt du? Ah, jetzt ist der richtige Kletterstart. Und Rudi, wenn ihr mal guckt, mache ich ein Bild von euch. Also muss Rudi mal gucken. Ja. Ah. Ja. Rudi Rüssel. Und dann Marci. Bewegt euch einmal. Schaut so, das schaut so lahm aus sonst. Chimatosa. So, Petirotti-Hütte. Da ist der Hubschrauber. Nein. Doch, Action. Ach du mit deiner Kamera. Mach doch ein Foto.
was Vornehmes. Haben doch nur die Hilfe, die Leiter da. Die Geduld verloren. Ja, das geht auch nicht so, sonst dauert es so. Ja. Immer das Gleiche. In deine Schlaufe, dachte ich. Dahinter um das Band, da rum und dann da hinten raus in den Nebel. Sehr gut. Und nicht darauf durch den Kamin, gell? Ja, was anderes. Den machen wir morgen. Ja, ist recht. So einen Kamin morgen. Machen wir morgen. Wir schauen nach vorne, nicht zurück. Da drüben kann ich hin. Hi. Ja, 4. Macht sich sehr gut. Alle mal herschauen, die auf dem Grat sind. Wunderbar. Ganz vorschriftlich eingehalten, ja, genau. Damit ich dem Rudi, dem Detlef eine Szene machen kann. Ja. Ja. Da gibt es einen Shitstorm. Elke, jetzt musst du noch, Klaus, ja? Bleib mal oben in der Sonne. Damit ich euch alle in der Sonne habe, Martin, für den Luft machen dazwischen so. Ja. Weil da haben wir alle in der Sonne. Oh. Da raus, richtig. So, ja, genau raus da, ganz raus. Mit der rechten Hand am Seil. Und dann mit der linken Fuß, den muss dann da hoch. Ja, passt auf. Janine, mit dem rechten Fuß siehst du vor deinen Augen. Also tritt. Ja, den hast du schon gehabt. Ja, und jetzt noch einen drauf. Mit dem rechten Fuß noch ein Tritt drauf. Siehst du den? Ja, jawohl, der ist es. Hallo. Hallo. Das macht sich sehr gut.
stellt sich die Frage, wie man auf die Idee kommen kann, hier einen Klettersteig einzubauen. Ja, wie sagst du das? Ach, da ist es. Und ich hab's hier eingehalten. Wenn es schön ist, wenn es schon so weit da vorne ist. Unser Steinwanderl. Wir haben hier am höchsten Punkt der ersten Steigung einen Steinwanderl aufgebaut. No Name. Wir haben noch No Name. Dem Peak noch keinen Namen gegeben, aber jeder hat, wenn der flach an beiden Seiten ist, dann kann man den noch Chimarocca. 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 Okay. Warte mal. Ja, da gibt's noch einen. Jawohl. Okay, Aufnahme. Auf dem unbekannten Berg. Auf unserem No-Name-Berg, ja. Aber wir bauen hier ein Steinmandal. Ja. Und noch höher. Und so. Werden dem Berg noch einen Namen geben. Höhe 3001 Meter. 3000. Verletzt euch nicht. Mindestens. Ja. Mindestens. Dann sind wir sicher, dass wir uns nicht verstiegen haben. Genau, richtig. Ach, Elke, sehr gut. Wir sind auf der Tuckett-Hütte. Die Tuckett-Schachtel. Da haben wir gleich die Spatzen aus der Tür. So, die letzten sind da, dann können wir weitergehen. Sehr gut macht das. Sehr gut. Aber ich muss jetzt ja hier. Ja, ja, das ist besser, Rudi. Klaus kommt daher. Das wäre der andere gewesen. Was? Ich finde der war schöner. Welcher? Den wir gegangen sind. Ach so, wenn er um die Ecke kommt. Ja, eben, jetzt hier auf den Felsen kommt es ja. Da. Matschi, schau her. Okay. So, für mich. So. Schön sind die aber. Sehr schön. Und ein Hummel. Ich
Wir sind auf dem Chima Croste. Ja. 2900 Meter hoch. 2001. Nein, das sind wir nicht. Viel niedriger. In wagemutiger Zweierkletterei. Oh, in der Scharte. 11. September. Jetzt das Ganze nochmal mit dem Chef. 2014. Ja, genau. Zum Geburtstag auf dem Chima Croste. Genau. Und jetzt singen wir gleich ein Lied. Sollen wir das noch mit aufnehmen? Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gib Mundheit und Frohsinn sein auch mit dabei. Herzlichen Glückwunsch! Gut. Ah. Dankeschön. Wow, ein Kräuterschnäpslein. Klaus. Gut. Was für ein Magen. Das macht sich gut im Film. Nein, nein, du kommst vorne raus. Ja, ja, da vorne, wo ihr rauskommt, da sieht man ja die Nase. Da haben wir euch ja dann gesehen, da oben, hier da lang. Da sieht man den Weg auch. Ja, schaut es auch spektakulär aus, der Abstieg. Ne? Das hat man gestern gar nicht so wahrgenommen. Nee. Super. Gut. Ha? Sehr schön. Hast du meine rote Hose drauf, Detlef? Nein. Nein. Was? Hinten. Immer mal so. Okay. Ja, ist gut. Ich akzeptiere es nicht. Jawohl, im Gegenlicht. Mit der Brenta. Ja, warte noch, den Lippen schauen wir noch. Ja. Jetzt bist du voll ins Bild gelaufen. Sehr schön. Hier sind wir unten gewesen. Thorsten. Ja. Ah ja, das kommt ja. Und hinter dem Rücken, wo ist die Station? Schön. Sehr schön. Okay. Der Rudi, hast den auch auf dem Foto? Ja klar, den habe ich jetzt zurückgeschossen. Genau. Schaut mal her, was hier ist. Du wieder. Was?